Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Blue Dragon. Wir befinden uns hier immer noch in der Stadt Paches, ja, von der ich immer noch nicht weiß, ob ich sie richtig ausspreche. Auf jeden Fall ist diese Stadt von einem bösen Fluch umgeben. Ich weiß nicht, ob Fluch der richtige Begriff ist. Die Leute hier sind allerdings in einer grünen Barriere gefangen, aus der sie nicht austreten können. Und man hat irgendwie, nachdem wir recht freundlich empfangen worden sind, angefangen, uns zu hassen, nachdem die Leute festgestellt haben, ey, die Bengel, die können ja zaubern. Und jetzt sind wir hier voll der Arsch der Nation und ja, irgendwie nachts hat sich da irgendwie so ein Licht abgezeichnet in der Ferne und da sollen wir jetzt hin. Aber ich wollte erst mal gucken, ob wir jetzt hier in die Läden rein können. Ja, Tatsache, das war nämlich vorher alles versperrt. Also wir sind zwischenzeitlich mal beim Dorfältesten gewesen und der hat das dann hier versucht, die Gemüter zu besänftigen. Ja, hat allen irgendwie erzählt, dass wir doch nicht so blöd sind, wie alle glauben und dass wir nicht mit Nene kooperieren. Das haben wir nämlich auch erfahren, dass die Leute hier irgendwie schlechte Erfahrungen mit Nene gesammelt haben und dachten, nachdem die unsere Schatten gesehen haben, dass wir voll die Ausgeburt der Hölle sind und irgendwie total mit dem kooperieren und voll auf seiner Seite sind und so. Die Leute wissen jetzt, dass dem nicht so ist. Ob die uns glauben, ist eine andere Frage. Da sind wir bisher noch nicht so schlau geworden. Ja, wir haben das gerade eben links schon wieder gesehen. Klug ist immer noch nicht da. Ja, wir warten immer noch auf ihre Befreiung, beziehungsweise sie wartet auf ihre Befreiung. Aber wir warten darauf, dass wir die Chance bekommen, nachdem Nene sie im Gefängnis quasi entführt hat, in dieser riesigen Eislandschaft mit ihr davon gebraust ist. Wir sind denen noch auf den Fersen gewesen, haben dann aber die Fährte verloren und ja, sind jetzt, als hätten wir nicht schon genug Probleme, dann auch noch gefangen in einem Dorf voll mit Leuten, die uns irgendwie nichts Gutes wollen. Ja, so habe ich das zumindest in Erinnerung, auch wenn sich die Wogen hier ein bisschen geglättet haben, aber ja, das ist trotz alledem, auch wenn die Leute jetzt vielleicht zur Besinnung gekommen sind, irgendwie ein Ort, wo ich ja, mich nicht so sonderlich gut zu Hause fühle, muss ich sagen, obwohl ich den optisch irgendwie total gerne mag und so. Aber immerhin dürfen wir jetzt die Häuser betreten und ich erhoffe mir natürlich von dem ein oder anderen Gespräch, dass die Leute hier mal ein bisschen redseliger werden, ohne feindselig zu werden, denn das Vergnügen hatten wir bisher noch nicht. So, schauen wir uns erstmal an, was es im Zubehörladen gibt. In dieser Stadt gibt es zwei Kisten, die von weißen Barrieren umgeben sind. Ich frage mich, was sie enthalten. Ja, das frage ich mich auch. Das werden wir aber jetzt erstmal noch nicht in Erfahrung bringen können. So, was haben wir denn schönes? Platinarmreif. Ja, kaufen wir einmal für Giro. Giro Armreif. Ich muss mir das schon wieder ganz komisch merken. Das erhöht magischen Angriff. Giro Armreif, Giro Armreif. Nee, die TP-Einbußen will ich dafür nicht in Kauf nehmen. Das lassen wir mal. Giro Armreif. Manomaru Schuhhalskette. Giro Armreif, Manomaru Schuhhalskette. Giro Armreif, Manomaru Schuhhalskette. Das kriege ich mir, glaube ich, irgendwie gemerkt. So, Giro Armreif. Genau, einmal hier nämlich. Dann hat er ein bisschen mehr Krawums hinter seinen Schlägen. Und war das jetzt, das war die Halskette, ne? Genau. Ey, weil das ist hier voll unterschiedlich angeordnet. Guck mal, im Laden war der Ohrring ganz unten, ja? Und hier in dieser Ansicht, da ist die Kette ganz unten. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch immer so ein bisschen verwirrt. Also nicht nur deswegen, aber auch deswegen. So, dann haben wir die jetzt mit der Kette ausgestattet. Mehr kann ich mir nämlich nicht merken. Das letzte Item gucke ich mir dann jetzt nochmal an. Und zwar den Ohrring. Wow. Okay, wow. Okay, den kann ich gleich dreimal kaufen. Verstärkt die Zauberabwehr. Alle außer Zola brauchen den. Jetzt werden wir endlich mal ein bisschen Geld los, ey. Wir haben zwischenzeitlich so viel davon angehäuft. Aber wir schwimmen auch nicht in Geld, ne? Also das ist schon relativ kostspielig gerade gewesen. Wo bin ich denn jetzt? Achso, hier. Okay. Schildohrring. Platin-Ohrring war das, ne? Genau. Alle neue Ohrringe, alle bekommen neue Ohrringe, außer Zola. Die ist schon, was hatten die überhaupt jetzt momentan für einen Ohrring angelegt? Antiker Ohrring des Kriegers. Ach, der ist besser? Ach ja, diese ganzen des Kriegers-Dinge, ne, die haben wir ja auch irgendwann mal gefunden, konnten wir aber bisher noch nicht kaufen. Das wird dann bestimmt irgendwann demnächst noch passieren. Ach, das ist der einzige Händler hier? Mir war so, als ob das Haus von außen, ach so, das ist ein Laden, aber mit zwei Eingängen. Weil ich dachte, dass das so ist, wie wir das in
Ach, so ist das. Okay, jetzt ist mein Verständnis total über Bord geworfen. Ich dachte nämlich, dass das ein so ein Riesenhaus wäre mit zwei Eingängen, die jeweils zu zwei Tresen oder Theken oder sowas führen. Und das ist ja insgeheim auch so, wie ich gedacht habe, nur dass da nochmal so eine Verbindungstür zwischen beiden Gebieten da ist, ne? Also das heißt im Grunde genommen. Ach, eigentlich haben wir gar nicht so einen Geldmangel, weil ich gerade gesagt habe, dass sich das jetzt auch wieder dem Ende zuneigt. Aber hier werden wir jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit kriegen, irgendwie Zauber einzukaufen. Und ja, da wird wahrscheinlich trotzdem ein nettes Sümmchen übrig bleiben. Wir haben jetzt natürlich hier auch noch Geld gespart, weil wir für klug jetzt erstmal nicht einkaufen können, müssen, sollten. Und ja, das wird uns jetzt hier, glaube ich, erstmal nicht so sonderlich stark belasten. Es ist irgendwie voll beunruhigend, also zumindest in diesem Spiel, dass es keine Hintergrundmusik gibt manchmal. Aber das ist, kenne ich auch aus anderen Spielen, dass nachts dann die Musik einfach komplett weg ist. Ich glaube, das war auch in, wisst ihr, woher ich das am ehesten kenne? Ich glaube, das war in Zelda Ocarina of Time nämlich auch so, dass man nachts irgendwie immer nur so ein paar Zirpen oder sowas gehört hat, aber dass dann auch keine Musik mehr zu hören war. Und sobald die Sonne aufging, setzte auch die Musik ein. Ich glaube, daher ist mir das irgendwie so in Erinnerung geblieben. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, habe ich jetzt aber voll vergessen. Aber wir kommen ja hier ganz gut durch, ne? Ich fand es zwar ein bisschen blöd, dass wir im letzten Part nicht schon die Häuser betreten konnten, aber wir wussten ja warum. Also ganz ehrlich, ich wäre anstelle der Kinder auf die Dorfbewohner immer noch nicht gut zu sprechen. Ich meine, wenn ich an diese Szene zurückdenke, ja, wie die da alle mit ihren Steinen standen und wirklich mit den Steinen auch nach uns geworfen haben und Shuda noch ausweichen musste und so, das ist schon ziemlich übertrieben, ne? Also ich meine, es hätte ja irgendjemand, wirklich irgendjemand, auch nur ein einziger Mutiger, hätte ja mal kurz fragen können, Leute, sagt mal Nene und so, seid ihr irgendwie dicke miteinander? Aber hat ja keiner gefragt, ne? Gleich diese Vorverurteilung. Das Haus des Ältesten macht mir Angst, dort sind alte Maschinen versteckt. Echt? Bestimmt hinter dieser Tür, wo wir nicht durchgekommen sind, weil im Haus der Ältesten sind wir ja schon mal gewesen. Ach, guck mal, der verkauft gar keine Zauber. Ich wollte aber einen Zauberhändler. Warum? Ah, guck mal, aber diesmal können wir hier diese großen Kristalle schon holen. Ich kaufe mir die mal voll, weil das ist immer eine ganz gute Heilung bei allen, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Stellt bei allen circa 80 MP wieder her. Genau, und hiervon kaufe ich mir auch mal nochmal 5. Also das ist zwar nicht so mega viel, das ist bei allen circa 100 TP. Okay, das ist echt wenig. Okay, das steht jetzt vielleicht in keiner gesunden Relation zueinander, was ich bezahlt habe und was ich bekomme. Aber wir können es uns ja leisten. Ne, wir, die ach so bösen Zauberer, können jetzt hier gleich mal rumprotzen mit unserer dicken Knete und den Leuten zeigen, ja, wo hier der Hammer hängt, wer hier die Kohle und somit auch den Einfluss hat. Ha. Nein, natürlich nicht. Wir sind eigentlich nur total die netten, bescheidenen kleinen Kinder, die niemandem irgendwas Böses wollen. So, gucken wir mal in dem Gasthof nach. Wie kam das denn nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Dass es hier Nacht wurde, weil im Gasthof sind wir auch nicht gewesen. Ich glaube, das war irgendwie, irgendwas haben wir getriggert und dann war es plötzlich dunkel. Und dann gab es dann auch die Cutscene, wo sich Shu mit Jiro unterhalten hat und so. Oh, dieser Gasthof, der ist echt wunderschön. Ich bin mal in einem ähnlichen Gasthof gewesen, der so ähnlich aufgebaut war. Kommen mir gerade so leichte Erinnerungen hoch. Willkommen, meine Übernachtung kostet 24 Gold. Übernachtung gefällig? Nö. Okay, pass auf euch auf. Nee, machen wir nicht. Was machst du, wenn ich Nein sage? Äußerst du dann dein Bedauern oder schenkst uns irgendwelche Glücksbringer oder Amulette oder was? Jetzt wollte ich schon wieder gerade irgendwas dazu sagen und habe das irgendwie voll verpennt. Aber immerhin, ja, sind die jetzt alle wieder gesprächig zu uns. Und ich wundere mich, dass wir überall immer diesen Pauschalpreis bezahlen von 24 Goldstücken. Die Nächte sind lang. Warum gehst du nicht draußen etwas spazieren? Ja, ich bin eigentlich der Meinung, dass wir schon relativ viel spazieren gegangen sind, aber ja, man kann nie genug Spaziergang haben, ne? Du etwas fülligere Frau. Vielleicht solltest du mal spazieren gehen. Lass uns doch zusammen unterm Sternenhimmel spazieren gehen und uns über Gott und die Welt unterhalten. Wobei ich glaube, dafür ist Schuh auch ein bisschen jung, ne? Aber sie könnte sich ja mit unserem allwissenden Giro unterhalten, der bestimmt total die philosophischen Geschicke mitbringt und irgendwie.
irgendwie bestimmt total der liebreizende Gesprächspartner ist und überhaupt. Ey, ich bin echt so gespannt, wenn wir den Klug wieder befreit kriegen, was ich jetzt einfach mal annehme, wie Giro reagieren wird. Eigentlich müsste er ihr ja total um den Arm fallen, um den Hals fallen und ihr direkt einen Heiratsantrag machen oder so. Da ist etwas hinter dem Haus des Ältesten, aber ein Außenseiter wie ich kann da nicht hin. Wie er gerade geguckt hat, habt ihr das gesehen? Guck mal, da oben links in dem Bild. Ey, der guckt, als ob der irgendwas im Schilde führt. Vielleicht hat er aber auch einfach nur einen Tee. Reisender des Schafvolks. Geh raus und sieh dir das Haus des Ältesten gut an. Ist ein interessanter Anblick. Einblick? Einblick wahrscheinlich auch, ne? Aber das Haus kennen wir doch schon, meine gutste Schafvolkfrau. Da sind wir doch schon gewesen. Ach, warte mal, habe ich euren Tisch eigentlich abgesucht? Nein, ich wollte nicht mit dir reden, ich wollte den Tisch genau nach einem Nichts absuchen. Das ging nicht von beiden Seiten, ne? Ich glaube, das war nur, ja, das war nur einseitig zu inspizieren. Na gut, dann gehen wir mal nach oben in die gute, warme Stube. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts auslöse, ne? Aber ich glaube, unsere Arbeitsanweisung am Ende der Folge, am Ende der letzten Folge, lautete ganz klar, dass wir zu diesem komischen Licht hin sollen, was da irgendwo in der Nähe vom Haus des Ältesten dann urplötzlich zu sehen war. Deswegen ja, kann ich ja jetzt hier noch rumlatschen und mich an den Habseligkeiten dieses Gasthauses bedienen. Guck mal, diese Gardine da oben. Total witzig gemacht, ja. Da haben die sogar an die Gardinen gedacht. Ey, sowas lobe ich mir, ja. Und schon wieder lassen die ihre Türen offen. Meine Güte, was sind das denn bitte für Gasthöfe hier überall, ja. Also ich meine, für uns als Spieler ist das natürlich gut, aber so vom Realismusgrad her ist das irgendwie schon ein bisschen abwegig, oder? Oder bin ich da jetzt zu hart mit dem Spiel? Auf jeden Fall werde ich mich nicht beklagen, solange wir hier ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ich immer diese ganze Nichts hier aufploppen sehe, dann zieht es mich wieder förmlich nach Gibraltar. Dann will ich das unbedingt wieder abgeben und ja, gucken, was wir dafür bekommen. Aber wir sind ja jetzt dezimiert, ne? Wir sind ja jetzt nur noch 4 Leute unterwegs. Das heißt, wenn ich da jetzt noch irgendwas Cooles bekommen sollte, dann habe ich erst recht Entscheidungsschwierigkeiten und weiß dann am Ende wahrscheinlich gar nicht, wenn wir da noch mehr coole Zusatz... Habe ich das auch gerade so komisch aufblitzen sehen? Oder bin ich jetzt kurz davor zu erblinden oder was? Ich habe da gerade voll den Lichtblitz gesehen. Aber vielleicht halluziniere ich auch nur. Guck mal, da steht ein Kaktus auf der Kommode. Total liebevoll eingerichtet, aber wirklich High Life ist hier nicht in diesem Gasthof, ne? Irgendwie ganz komisch. Ach, wartet mal bitte ganz kurz, Leute. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe mich nämlich wegen dem Lichtblitz kurz gefragt, ob vielleicht an meinem Rechner irgendwas im Argen liegt. Aber Skype lief da noch die ganze Zeit im Hintergrund. Meine Güte, normalerweise schalte ich das vorher immer ab. Und ja, ich glaube, wenn wir jetzt hier irgendwelche Kämpfe gehabt hätten oder so, dann hätte es hier schon die ein oder andere Performance-Beeinträchtigung gegeben. Und ja, besser mir fällt das mittendrin auf, als komplett nach der... Als komplett nach der Aufnahme. Ich gebe das jetzt mal Giro, einfach weil unser Verteidiger oder unser, also nicht unser Verteidiger, also ja, er ist ja unser Beschützer, aber er ist auch unser Heiler. Heiler würde ich eigentlich sagen, weil unser Heiler eigentlich so die meiste Abwehr haben sollte, weil er ja auch dafür Sorge tragen muss, ja, dass wenn es hart auf hart kommt, dass er noch die nötigen Eier hat und das nötige Leben und die nötige Gesundheit und die nötige Defense hat, um ja, dann seine Heilung überhaupt wirken zu können. In irgendeinem Spiel habe ich das auch mal als Kommentar irgendwie drunter bekommen, ne, dass man mir dann irgendwie gesagt hatte, ich weiß aber nicht mehr in welchem Zusammenhang, so Mensch, Negoja, gib doch, wenn du nicht weißt, wie, wo, was, das immer der Person, die für Wiederbelebung zuständig ist. Ich glaube, das war in irgendeiner Final Fantasy 7 Folge und ja, da dachte ich mir so, stimmt eigentlich, aber das mache ich normalerweise auch so. Ich weiß auch nicht, warum ich da immer mal wieder ins Straucheln komme, aber man muss das ja nicht so machen, ne? Da ist man ja Gott sei Dank als Videospieler komplett frei, was solche Entscheidungen anbelangt. Und nochmal mopsen wir uns hier Gold. Meine Güte, ey. Dass die sich auch trauen, die Kerzen hier anzulassen, ne? Also das ist so ein bisschen fast sowas Tag der offenen Tür oder so, weil die hier so richtig auf Gemütlichkeit das alles getrimmt haben. Ey, und guck mal, alle Zimmer können wir aufsuchen. Wo übernachten denn die Leute, die da unten sitzen? Dringe ich hier gerade in deren Privatsphäre ein?
sein? Und wenn ja, wo sind deren Koffer? Mhm, wo haben die denn ihr ganzes Hab und Gut? Ah, gut, das kann natürlich auch sein, dass das im Schrank ist, ne? Also wenn die so eine kleine Reisetasche nur haben. Aber guck mal, wir konnten ja in die Schränke reingucken. Und da war auch keine Tasche oder so zu sehen. Mhm, vielleicht haben die auch einfach noch nicht eingecheckt. Oder vielleicht läuft das in der Welt von Blue Dragon auch einfach ein bisschen anders, als wir das gewöhnt sind heutzutage. Das kann natürlich auch sein. So, dann würde ich mal sagen, sind wir hier mit dem Gasthof durch. Und können uns dann wieder draußen umschauen. Ich glaube, die einzigen Gebäude, die jetzt noch offen sind, das sind allesamt so Wohnhäuser und so, die ich persönlich ja immer mit am spannendsten finde, weil die Leute da auch immer die coolsten Sachen zu erzählen haben. Aber vielleicht ist auch zu nachts, ne? Aber wir haben wahrscheinlich auch gar nicht... Ah, guckt mal. Ey, da komme ich da Tatsache nicht rein. Da habe ich mich schon voll eingestellt auf nette Plaudereien. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn der Laden nämlich noch offen hat, dann wird das vielleicht gar nicht nachts sein, sondern vielleicht erst abends. Sag mal, da brennen überall noch Lichter. Diese blöden Leute, ne? Die wollen uns nicht reinlassen. Die haben immer noch Angst vor uns. Aber ja, gut, ich sollte denen das wahrscheinlich nicht zum Vorwurf machen, denn wir schließen ja alle unsere Haustür ab und lassen keine Fremden in die Wohnung. Ja, das lässt doch die gute Kinderstube gar nicht zu. Okay, ich würde mal sagen, dann können wir ohne schlechtes Gewissen jetzt... ja, weitergehen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es hier keinen Zauberladen gibt. Also der hat mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt. Irgendwie mag ich diese Stadt doch nicht. Also auch wenn die einen wunderschönen See hat. Oh, wow, ey, wenn ich hier wohnen würde. Ich würde, glaube ich, jeden Tag zum Feierabend mich an diesen See setzen, mir Musik mitnehmen und da einfach so den Tag ausklingen lassen. Total schön. Was, wer bist du denn? Tja, das könnte ich dich auch fragen, Bewohner von Patches, du namenloses Ding, du. Die hat hier immerhin einen Namen. Ne, nicht einmischen. Oh, das war doch die Trulla vom Eingang, ne, die uns da in Empfang genommen hat. Ich finde die eigentlich total hübsch, aber irgendwie würde ich denen jetzt ihr Date voll gerne vermasseln, indem ich die beide irgendwie ins Wasser schubse oder so. Aber das Spiel bietet uns das nicht an. Ach, guck mal, da hinten ist das Licht, was wir in der letzten Zwischensequenz gesehen haben. Ich hatte das nach der Sequenz dann irgendwie gesucht und nicht gefunden, aber das ist da so ein bisschen im Hinterstübchen versteckt. Und ich wette mit euch, weil hier gibt es ja keinen weiteren Weg. Also irgendwo werden wir jetzt innerhalb des Hauses wahrscheinlich weiterkommen. Und da sind ja zwei verschlossene Türen gewesen, an die erinnere ich mich noch. Die eine davon, die sah irgendwie ganz komisch aus. Das wird jetzt mit Sicherheit betretbar sein, wette ich mit euch. Genau, einmal dieses Ding hier, komme ich da jetzt durch? Ne, die ist immer noch unbeweglich. Dann aber vielleicht da oben. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der... Ach nee, der alte Mann ist hier gar nicht. Wo ist denn der abgeblieben, Mark des Ältesten? Wenn es um die Vase in seinem Zimmer geht, verhält sich der Älteste ganz komisch. Ich darf sie noch nicht einmal berühren, wenn ich sauber mache. Okay, ich glaube, das ist ein Hinweis. Ich frage mich, was an der Vase so besonders ist. Das ist ein Hinweis, der uns wahrscheinlich eine ganze Menge nützen wird, weil da grapschen wir doch mal direkt diese ominöse Vase an. Ich meine, wir sind Kinder, ne? Wir dürfen infantiles Verhalten durchaus an den Tag legen, denn wir sind ja irgendwo noch infantil. So, hier habe ich, glaube ich, alles abgesucht beim letzten Mal. Da dürfte es eigentlich nichts mehr geben. Warum war denn das Bild gerade so komisch? Wahrscheinlich, weil die Kamera zu nah rangezoomt hat oder so. Genau, das hier ist die verschlossene Tür gewesen und hier war gar nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, brechen wir mal ein, ne? In Anführungsstrichen. Also einen Schlüssel oder so oder Dietrich haben wir ja nicht verwendet. Haus des Ältesten, Schlafzimmer. Was ist das denn für eine gruselige Statue? Okay, das ist ein sehr unkonventioneller Raum für einen Ältesten, aber wir werden bestimmt gleich ein bisschen was rausfinden. Warte mal, der Vase, der widme ich mich mal zum Schluss. Gucken wir mal erstmal, was wir hier finden. Porträt einer Maschine, Teil 33. Und so kam es, dass ich in Katrinas Haus lebte. Während des Tages saß ich ihr für ihre Gemälde Modell. Für Katrina war ich das perfekte Modell, da ich mich selbst in Pose nicht das kleinste bisschen bewegte. Jeden Tag erschienen in der Zeitung Berichte, in denen die Vor- und Nachteile meiner Existenz erörtert wurden. Ich glaube, nicht einmal der Doktor hatte sich träumen lassen, dass man so stark auf mich reagieren würde.
Voll blöd, dass ich ausgerechnet jetzt voll die Leseschwäche an den Tag lege, ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Und weiter geht's. In einigen der Artikel wurde der Doktor auch interviewt. Offenbar wurde er nach meinem Erscheinen mit Aufträgen, Kopien von mir anzufertigen, nur so überschwemmt. Und auch andere Menschen hatten begonnen, Androiden zu bauen. Einen eigenen Androiden zu besitzen, war in der Schickeria zu einem Statussymbol geworden. Einige wollten ein Exemplar mit ihrem eigenen Gesicht, andere wollten ein eigenes perfektes Gesicht entwerfen. Ob das so ein löblicher Trend ist, ich weiß ja nicht, aber Hauptsache unserem Androidenfreund geht's jetzt wieder ein bisschen besser. Der Bengel hat mir nämlich eine Zeit lang echt leid getan. Ey, wie kann man bitte in so einem Zimmer ruhig schlafen? Das würde mich doch total wahnsinnig machen mit dieser Statue da im Rücken. Ach, guck mal, hier sind noch mehr Bücher. Teil 35. Es vergingen zahlreiche Tage und solange ich in Katrinas Haus war, hatte ich Frieden. Jeden Tag sprachen wir darüber, was es für eine Maschine bedeutete, eine Seele zu haben und was mit Maschinen geschah, die sich wie Menschen verhielten. Es war ein geistig anregendes Spiel, die Zukunft zu simulieren. Je größer die Aufregung wurde, desto mehr wuchs unser Interesse daran, wie die Beziehung zwischen Mensch und Maschine in Zukunft aussehen würde. Oh, das hat schon ein bisschen Happy-End-Charakter, muss ich euch sagen. Ich bin gespannt, ob das hier jetzt weitergeht. Vielleicht ist die Geschichte dann sogar zu Ende. Teil 36. Eines Tages unterbrach Katrina plötzlich ihre Arbeit und sagte, »Dieses Gemälde gefällt mir nicht.« »Was meinst du damit?« fragte ich. »Es ist fast fertig.« Ich erhob mich von meinem Stuhl und ging zu ihr hinüber. Das Porträt auf der Leinwand war in düsteren Farben gehalten. Es sah wirklich so aus, als wäre es beinahe fertig. »Weshalb gefällt es dir nicht?« fragte ich. »Okay.« Das wird wahrscheinlich nicht der letzte Satz der ganzen Geschichte sein, also da kommt mit Sicherheit noch irgendwas, aber ja, vier weitere Kapitel haben wir. Er ist aber auch spärlich eingerichtet, oder? Irgendwie total lieblos, irgendwie mag ich die Symmetrie in diesem Raum auch nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ah, ja. Oha! Das ist eine interessante Einrichtung. Ist das eine Maschine der Ahnen? Ja, okay, das ist jetzt gerade irgendwie überraschend. Also, dass irgendwas passierte, war oder dass irgendwas passiert. Ach, guck mal. Ey, wie einfach man diese Medaille hätte auslassen können, ne? Einfach noch ein zweites Mal ranlaufen. Ja, dass hier irgendwas passieren würde, war klar, aber nicht, dass wir jetzt hier sowas zu Gesicht bekommen. Dort ist eine Maschine der Ahnen. Dieses Schalterdings. Dieses Schalterdings betätigen, ja, gerne. Oh, es ist zu hören, wie sich irgendwo eine Tür öffnet. Oh, welche wird das denn jetzt nun sein? Hab ich ja überhaupt keine Vorstellung davon. Ja, ich würde mal sagen, wir rennen dann auch direkt runter. Tja, gutste Frau, hättest du mal ein bisschen geschrubbt an der Vase, ne? Dann hättest du auch diese tolle Maschine kennengelernt. Aber du bist deinem, deinem Arbeitgeber offensichtlich sehr hörig. Was ist das denn für ein Raum? Okay, sieht auf den ersten Blick verhältnismäßig unspektakulär aus. Eher so eine Abstellkammer für den alten Mann oder so. Also mehr erkenne ich jetzt hier auf Anhieb nicht. Aber das geht ja noch weiter, ne? Vasen voll mit Nichtsinn und Medaillen. Das sind, glaube ich, sogar... Ja, also ganz ehrlich, momentan finde ich Nichtsinn und Medaillen am liebsten. Und diese Schatten-Dings-Upgrades, diese SP-Punkte, genau, diese SP-Plus-Dinger. Die sind auch ganz cool. Aber ansonsten, ja, das Gold ist jetzt so von der Menge her irgendwie einfach zu wenig. Und diese Erfahrungspunkte, das sind ja auch meistens Zehner, die wir bekommen, die machen den Kohl ja nur auch nicht fett. Deswegen, freue ich mich über Nichts und Medaillen am meisten. Jetzt bin ich gespannt. Ah, jetzt sind wir im Hinterhof, okay. Ich dachte, das Haus geht jetzt hier an der Stelle noch weiter, aber... nö, dem ist offensichtlich nicht so. Dann können wir mal gucken, was wir... Okay, was wir hier draußen absuchen können, wollte ich eigentlich sagen. Was wollte uns diese Sequenz gerade zeigen? Wahrscheinlich, was sich vor uns für ein Gebäude befindet. Aber, liebes Spiel, das habe ich vorher ja schon gesehen, ne? Ich wage sogar zu behaupten, dass uns das... Ja, obwohl, nee, die Zwischensequenz, die wir zuletzt gesehen haben, die hat uns das nicht gezeigt, ne? Da haben wir nur aus der Entfernung so einen komischen Lichtstrahl gesehen. Nicht aber...
Also woher das jetzt konkret kommt. Nee, gut, ich nehme jetzt alle Einschränkungen zurück. Auf jeden Fall muss der Älteste irgendeinen guten Grund haben, ne, dass der das hier so geheim hält. Ich weiß nicht, ob das jetzt für uns was Gutes oder was Schlechtes ist, ob er vielleicht insgeheim total böse ist und uns jetzt hier in eine Falle lockt, aber das gilt es jetzt wahrscheinlich herauszufinden, schätze ich mal. Ach, ihr seid's. Was ist das für ein Ort? Komisches Bild. Hast du das gemalt, Alter? Das Gemälde soll die letzten Tage unserer Vorfahren darstellen. Ein Familienerbstück. Oh, was ist das? Um diese Kreatur rankt sich eine Legende. Oh. Unsere Ahnen züchteten Wesen, um den Krieg zu beenden. Diese Kreatur fand jedoch Gefallen an Krieg und Magie und bescherte den Menschen nur Zerstörung. So wurde sie im brennenden Mond eingeschlagen. Terror und Inferno kündigten das Ende unserer Welt. Das Ergebnis, wenn Macht durch noch größere Macht bekämpft wird. Und am Ende ist alles vergebens. Was ist das? Nicht anfassen! Meinst du, es kann die Monde steuern? Scheint so. Ob wir das nutzen können? Du meinst, die Mondlaser einsetzen? Aber es ist doch kaputt! Er hat recht. Es hat ein paar Teile verloren. Das ist Nenes Werk. Nene? Er ließ die Teile durch das Loch fallen und befahl uns dann, sie zu holen und herauszufinden, wie die Maschine funktioniert. Warum muss er den Menschen sowas antun? Ja, eine durchaus berechtigte Frage, aber Hoffnung brauchen wir jetzt in Nenes Menschlichkeit auch nicht mehr zu setzen. Dafür hat er sich hier schon zu viele Dinger geleistet. Ja, gut, ich würde mal sagen, damit steht fest, wo wir als nächstes hin müssen. Wo ist denn die Tür, über die wir hier reingekommen sind? Hä? Wo sind wir denn hergekommen? Von da oben? Ich wollte jetzt eigentlich einen Anhaltspunkt mir suchen, wo ich anfangen kann, mir das Ganze hier anzuschauen. Ja, aber wir sind wahrscheinlich von hier reingekommen. Ich guck mal ganz kurz nach, sicherheitshalber. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie so eine Hinterkammer oder so haben und da sind dann voll die geilen Sachen drin mit zehntausenden Truhen oder so. Aber ja, war irgendwie klar, dass das die einzige Tür sein kann. Laserkontrolleinheit, über die wir hier reingekommen sind. Ja, auf jeden Fall sehr faszinierend, finde ich, diese Wandmalereien. Das erinnert mich so ein bisschen an die Stadt der Wandbilder, wo wir damals, also an die freundliche Tal, also nicht an das Tal, sondern wirklich an die Stadt, wo wir auch mit diesen Wandmalereien sprechen konnten und so. Und das habe ich aus der Entfernung schon gesehen, ne? Dass wir hier so viel Krempel wieder zu liegen haben und hier wahrscheinlich wieder richtig viel absuchen können. Auch wenn sich das hier gerade irgendwie... Ich dachte, wir können jetzt hier jedes einzelne Teil irgendwie mitnehmen oder so, aber ich habe diese Maschine noch nie gesehen. Aber das scheint hier irgendwie doch ganz gut zu überblicken sein. Zu überblicken sein? Ach, keine Ahnung. Alter Mann, kannst du bitte kurz weggehen? Ich möchte mich hier mal eben ganz kurz umschauen. Auf jeden Fall bin ich ja schon mal beruhigt, dass er uns nichts Böses will, weil das ist immer so meine erste Eingebung, wenn jemand in seinem Haus irgendwelche geheimen Räume hat und fiese Statuen im Schlafzimmer, die einem über böse Gesichter angucken und so. Ich meine, der hätte sich ja da auch ein Blumenfeld anstatt so eines steinernen
Gesichtes oder so hinsetzen können, ne? Das verstehe ich noch nicht so ganz, aber ich habe das Gefühl, dass er uns mag und dass er uns nichts Böses will und das ist mir gerade irgendwie am wichtigsten. Ja, keine Ahnung, was Nene damit bezwecken wollte, dass er gesagt hat, die Leute sollen da alle nach unten und die Teile irgendwie holen, ob er die irgendwie in den Tod locken wollte oder ob das irgendeine versteckte Botschaft im anderen Kontext war, ich habe keine Ahnung. Dort ist eine Maschine der Ahnen. Spielbar? Hä? Okay, also machen kann ich jetzt hier nichts. Ich glaube, das wird... Achso, guck mal, von hinten kann ich das auch einmal antatschen. Erstmal von allen Seiten antatschen. Er war mal Nomaro, der hat sich auch hier wieder voll mit Ruhm bekleckert, ne? Es ist gefährlich da unten. Wir finden die Teile schon. Dann reparieren wir die Maschine und zerstören die Himmelsbarriere. Seid vorsichtig, werte Freunde. Also ganz ehrlich, wir könnten uns jetzt total heroisch und so verkaufen, aber im Grunde genommen gehen wir ja auch für uns darunter, ne? Weil wir wollen ja auch irgendwie raus von hier. Dieser Nene ist ein schrecklicher Bösewicht. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Deswegen fand ich das ja auch so gemein, dass die Leute uns hier alle unterstellt hätten, dass wir mit ihm kooperieren würden, ja? Das ist total vorurteilsbehaftet, sowas. Ach du Schreck. Das ist mein Untergrund. Ja, maschineller denn eh und je, ne? So kennen wir das von dem Spiel. Sieht ein bisschen aus wie die alte Fabrik. Ah, die Musik, die ist hier wieder ganz anders. Oh, ich wollte eigentlich nur absuchen, was sich hier unten befindet und nicht wieder nach oben klettern. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir hier auch wieder irgendwelche Roboter antreffen, die mit irgendeiner komischen Schutzbarriere um die Ecke kommen und mich damit dann in den Wahnsinn treiben. Oder ob wir hier, ja, ich sag mal, problemloser mit den ganzen Gegnern umgehen können. Ich muss mal voll aufpassen. Ach, ich durchsuche da diese Ecke jetzt einfach nicht genauer. Ich habe da gerade die ganze Zeit A gedrückt. Und wenn ich da jetzt was ausgelassen habe, dann soll den halt so sein. Ich habe irgendwie jetzt keinen Bock da, die Leiter wieder hochzuklettern und das dann mir nochmal anzugucken. Ja, ist zwar schön gemacht, aber... Ist das eine Gitarre im Hintergrund? Oh wow, ich stehe immer so auf Gitarren. Die klingt so ein bisschen heulend fast, ne? Das hat so was, was sehr Schwermütiges und Trauriges irgendwie. Was sehr Bedrückendes. Also so kennt man das aus diesem Spiel, finde ich persönlich gar nicht. Weil die Musik hier bisher irgendwie eher so schön gewesen ist und nicht so... Ja, nicht so schwer und traurig und melancholisch und die Feuerqualle macht hier gerade voll die schöne Atmo kaputt. Ey, wir haben jetzt schon so viele Quallen, glaube ich, hier in diesem Spiel angetroffen. Ich glaube, bald haben wir die auch alle durch, also sonderlich viel verträgt die nicht. Aber es wundert mich auch, dass sie jetzt hier ohne ihre Quallenkumpels ums Eck kam. Also normalerweise, also wenn ich mich zumindest an andere Quallenkämpfe erinnere, kommen die gerne auch in etwas größeren Gruppen. Ich glaube, wir haben die zuletzt wie hieß das, unterirdischer Fluss oder so gesehen. Also dieser Bereich, bevor wir in die alte Fabrik reingegangen sind, da waren, glaube ich, auch Quallen. Ah nee, obwohl, das waren faule Gummifische oder so hießen die, ne? Das waren gar keine Quallen im klassischen Sinne. Und dann noch in dieser Unterwasserhöhle, wo wir damals auch die ganzen Pocken und sowas alles hatten, da gab es auch Quallen. Das waren da, glaube ich, die blauen. Wow, was für ein Riesenraum, ey. Das ist gerade richtig alte Fabrik-Style hier. Und überall rattern die Maschinen. Okay, ich bin gerade am Überlegen, wie ich jetzt am klügsten vorgehe. Ich würde mal sagen, ich laufe hier erstmal die Ränder ab, auch um mir gleich einen Überblick darüber zu verschaffen, was wir hier womöglich an... Jetzt weiß ich auch. Ah, jetzt fällt es mir gerade wie Schuppen von den Augen. Wisst ihr noch, in der alten Fabrik, da hatte ich irgendwann mal gesagt, da habe ich irgendwann nochmal in diesen riesigen Raum reingeguckt und euch so gesagt, ja, gibt es nicht hier vielleicht noch irgendwelche Treppen, die nach oben führen? Und da hatte ich nämlich genau dieses Bild hier vor Augen mit genau dieser Treppe, die jetzt hier vor meiner Nase ist. Und da habe ich wahrscheinlich die beiden Orte einfach mal total durcheinander gebracht. Aber das ist gut zu wissen. Ey, guck mal, hier kann man jedes Rohr einzeln absuchen. Ist ja cool. Das ist ja cool. Das heißt, mehr Beute für uns. Und auch noch die Seiten. Ey, das ist ja großzügig von den Entwicklern. Ist ja richtiger Jackpot, diese komischen Konstrukte hier. Ey, aber die Musik, die ist irgendwie... Die ist voll traurig. Also, die ist so... Also, wenn man das Maschinengeratter jetzt wegnimmt,
Dann könnte das so ein richtiges Depri-Lied sein, ja. Voll schön, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber es ist sowieso, wie in den meisten anderen Spielen, die ich Let's Player auch so. Je weiter ich im Spiel voranschreite, desto schlechter kann ich mich an das erinnern. Also an alles, sowohl an die Dungeons, als auch an die Story-Verläufe, als auch an die Gespräche. Und ja, je später es wird, desto mehr verblasst die Erinnerung. Das ist ganz komisch, weil ich habe das Spiel und auch die anderen Spiele, die ich ja jetzt ja auch mit in einen Topf geworfen habe, die habe ich nie irgendwie mehrfach angefangen, ohne die zu beenden. Ach du Scheiße. Na, das ist ja eine Überraschung, in Anführungsstrichen, ne? Hallo! Also so untotes Gesocks passt hier ehrlich gesagt irgendwie überhaupt nicht rein. Also nicht, dass ich traurig drüber wäre, weil mir gehen diese Roboter-Gegner nach der Zeit sowieso voll auf den Sack, aber es passt trotzdem irgendwie nicht so ganz, wie ich finde. So, jetzt einmal hier noch angreifen. Achso, ich hätte schwören können, dass der drauf geht, aber Giro macht den Sack zu und erntet den ganzen Ruhm, der ihm gar nicht gebührt. Aber ja, so ist er halt, unser Giro, ne? Unser kleiner Stock im Arsch, Giro. Ich musste auch so lachen. Also zum einen, weil Giro in der letzten Cutscene, ach guck mal, Medaillen kriegen wir auch noch hinterhergeworfen. Zum einen, weil Giro in der letzten Cutscene schon wieder so total pussymäßig klang, ja? Und zum anderen, weil Manomaru irgendeinen Satz mit Alter angefangen hat. Ey, da könnte ich mich ja jedes Mal beümmeln.